Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum ersten Spiel im Just a Minute July. Ja, hinter Just a Minute, was verbirgt sich da? Das ist ja nun nicht so ein wirkliches Genre. Ganz einfach, dahinter verbirgt sich Folgendes. Zum einen können das sehr, sehr kurze Spiele werden, also wo man wirklich nur so eine Minute bzw. so 5 Minuten dran sitzt, also die man echt fix durch hat, die aber trotzdem sehenswert sind, weil sie halt irgendeine coole Eigenheit haben, die sie echt dann eben sehenswert macht. Und zum anderen können das Spiele sein, die einem wahnsinnig viel Zeit irgendwie abverlangen, im Gegensatz, weil man eben total drauf hängen bleibt und sagt, ah, nur noch eine Minute, so, hey, es gibt Essen, ja, just a minute, bin gleich da, so, ne? nach dem Motto, also wo man wirklich gut Zeit reinstecken kann. Und zum anderen könnten das auch noch so Richtung Casual-Spiele sein, sprich so Match-3-Games, die aber eben auch einen gewissen Twist haben, wie dieses Spiel hier, Dangerous Adventure. Das ist nämlich nicht nur so ein Match-3, sondern eben auch noch ein bisschen was anderes. Und dazu, ja, komm, ich muss hier erstmal Clear Data machen, weil ich sonst das Spiel nämlich schon durch habe und ja, ich will jetzt nicht die Story, ach, ich will doch nicht das Tutorial. Na gut, Click on the Scroll, ja, mache ich. Dieses Spiel hat einen entscheidenden Nachteil, nämlich, dass es, wenn man es eine Weile laufen hat, es relativ laggy wird, zumindest im Firefox. Im Chrome läuft es einigermaßen gut, im Opera habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert. Aber es ist, ja, ich glaube, da müssen die Entwickler noch mal so ein bisschen dran arbeiten. Das ist nämlich, ja, in der Tat doch noch etwas lag-anfällig. So, und ihr seht hier schon ein klassisches Match-3-Feld. To attack the enemy, click on edges and stones of the same color. So, das heißt, wir machen hier Klick, Klick, Klick. Eigentlich sind es auch nur 2, die man letztendlich sammeln muss. Und je nachdem, welche Farbe halt das hat, ja. Ach, jetzt. Komm. Ich will jetzt hier nicht das Tutorial, ich will das selber erklären. Geh mal weg. Und je nachdem, welche Farbe man... Ja. Darf ich jetzt? Danke. Na, oh, Mann. Solche. Also, je nachdem, welche Farbe man hier einsammelt, kriegt halt der entsprechende Hero hier eben eine Menge an Schaden, die er zufügen kann, die er bei sämtlichen Monstern an der Front zufügt. In dem Fall eben nur bei dem einen. Und das ist eben auch farbabhängig. Also Gelb macht natürlich bei Gelb 100 Schaden. Und ihr seht hier diese kleine Tabelle. Rot und Grün macht bei Gelb immerhin noch 50% Schaden. Genauso macht halt Gelb und Blau bei Rot 50% Schaden. Also die nebenliegenden Farben machen immer 50% und die Farbe selbst macht 100%. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch 22 Schaden, die wir machen müssen. Hier haben wir 25, das heißt, Rot würde, ich glaube, es wird abgerundet, also Hälfte wären halt 12,5, die es bei Gelb machen würde, macht dann 12 Schaden. Sammeln wir Grün hier auch nochmal ein. Ja, genau, macht 12, der macht auch 12, reicht zusammen. Super gelaufen. Und so funktioniert dieses Spiel letztendlich. So, das Hauptspiel, da kommen natürlich noch ein paar fetzigere Sachen dazu. Dazu kommen wir aber gleich. Und hier seht ihr auch übrigens einen Counter, wie schnell der Gegner jeweils angreift. Und es macht natürlich jetzt in dem Fall auch Sinn, so, okay, eigentlich brauche ich Rot, aber Blau ist halt so, macht halt immerhin 50% bei Rot. Und da sammle ich lieber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blaue ein mit einem Klick. Das ist ja so ungefähr wie 5 Rote. Und dann kann ich hier noch entspannt die Roten mit dazu nehmen. Und dann sollte das eigentlich sogar schon reichen. Ich nehme mal zur Sicherheit hier noch Gelb mit rein. Brauche ich aber eigentlich gar nicht mehr. Nee, das Gelb hätte ich mir echt schenken können, aber egal. Super gelaufen. Und es gibt natürlich auch schwerere Gegner. Ihr seht schon hier auf einmal, wow, Difficulty 14. Das ist halt so, da muss man dann später, wenn man hochgelevelt hat, mal wiederkommen. Zum Hochleveln sage ich gleich noch was.
So, die greifen beide gleichzeitig an. Ja. Ja, ist jetzt nicht so geil. So und so. Na, seht schon, blau macht bei gelb halt gar keinen Schaden. Da muss man halt mal gucken. Ja, das ist alles nicht so geil irgendwie. Das ist ganz okay. Dann nehme ich hier noch den... Naja, das haut's alles nicht raus. Okay. Also die Fledermaus kriege ich platt, die Spinne noch nicht. Die greift jetzt einmal an. Zack. Gut, zieht mir hier unten halt 15 Hitpoints ab, das ist halb so wild. Ja, keine Ahnung. Komm, hier. Genau, und man kann halt immer, also nicht, dass es jetzt noch nötig gewesen wäre, aber wenn man halt hier nichts einsammeln will, kann man hier was ins Schild packen. Das zieht dann eben die Verteidigung hoch. Das gilt aber nur für die nächste Runde. Das heißt, wenn der Gegner erst in zwei Runden angreift und jetzt das Schild hochzieht, bringt das für in zwei Runden nichts mehr. Also da kann man halt nicht über Runden hinweg das einfach stacken, bis der nächste Gegner angreift, sondern das ist wirklich nur für die nächste Runde. So, jetzt haben wir hier immer zwischendurch so Truhen. Das sind so kleine Puzzle-Games quasi. Da muss man mal gucken, okay, ich brauche ein Dreierpärchen. Dreierpärchen, das klingt auch eine Dreiergruppe blau, drei gelbe, drei rote, vier grüne, vier lilane. So, gucken wir mal. Vier lilane haben wir hier, vier grüne haben wir hier und man hat halt eine beschränkte Anzahl an Moves. Das ist so der Punkt. So ein Blau könnte echt interessant werden. Dann nehme ich hier das nochmal mit. Und das. Und das. Und dann haben wir sogar noch einen Move über und kriegen die Kiste auf. Da sind 172 Gold drin. Das ist ja nicht verkehrt. Für den Anfang ist das eigentlich schon ganz schön gut. So, lila und grün ist hier gefragt. Hauptsächlich erstmal lila, weil lila greift in der nächsten Runde gleich an. Das heißt, wir machen hier mal zack, zack. Ach so, grün brauche ich, wenn dann... Okay. Da bringt mir Gelb leider gar nichts. Bei was bin ich? Okay, den kriege ich eh nicht platt. Dann kann ich hier den Grünen auch mitnehmen. Und ihr seht schon, ich habe die 15 Hitpoints von vorhin. Die sind noch immer weg. Jetzt kriege ich hier nochmal 10 abgezogen. Das bezieht sich immer auf die komplette Map oder aufs komplette Level quasi. So, das reicht doch jetzt schon bald, oder? Ja, das war's. So, das heißt, man heilt sich wirklich erst wieder, wenn man hier zum Exit kommt oder eben verkackt. So, jetzt wird's interessant. Rot, Gelb, Grün. Da würde es Sinn machen, möglichst viel Gelb zu nehmen erstmal, weil das eben natürlich Rot und Grün auch betrifft. Aber wir haben leider nicht so viel Gelb. Alternativ kann man natürlich auch auf Rot und Grün gehen. Das war nicht so clever. Die treffen Gelb ja dann auch mit, zumindest für die Hälfte der Punkte. So, das ist auch nicht so richtig viel Gelb. Einmal Rot, einmal Gelb, nochmal Rot. Und einen ganzen Batzen Grün. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Na super. 3, 4 und 5 Hitpoints und dafür greifen die jetzt alle an. Okay, das ist denkbar scheiße gelaufen. egal. Map ist ja eh gleich vorbei, von daher ist das auch Rille. So, alles auf Gelb drauf. Zack. Und alle drei weg. Sehr schön. So, und dann sind wir ja eh durch und dann ist das auch alles halb so wild. So, Adventure complete, congratulations. So, jetzt kommt ihr garantiert erstmal Tutorial, genau. So, die steigen, ja, danke.
Ich weiß, wie es geht. Die steigen hier nämlich alle schön im Level auf. Und das sind so quasi hier deren Skill Trees. Das ist immer so der Ausgangspunkt. Und dann kann man da eben weitergehen, sagen, hier, ich möchte lieber mehr Schaden haben oder mehr Hitpoints für die Gruppe. Da gibt es auch später höhere Werte. Also das macht zum Beispiel schon plus 10 Hitpoints. Irgendwo gibt es auch ab und an mal plus 2 und plus 3 Schaden. Kommt, genau, hier ist plus 2 Schaden zum Beispiel. Und es gibt auch sogenannte, naja, was heißt sogenannte? Es gibt halt Fähigkeiten, ganz einfach. Nämlich Collector of Gold und hier beim Rogue noch Paralyse. Paralyse ist relativ wichtig. Das heißt, ich werde auch erstmal hier gleich hingehen. Wie die Skills funktionieren, zeige ich euch auf der nächsten Map. Zack, da nehmen wir mal mehr Schaden. Und da würde ich dann ganz gerne zum Healing rüber. Okay, das ist alles super. So, wie das mit dem Schaden sich bemerkbar macht, zeige ich euch gleich. Erstmal geben wir hier noch, naja, nicht so richtig viel Geld aus. Für den Hunter, dem kaufen wir mal einen besseren Bogen, dann macht er da auch einen Schaden mehr. So, man kann sich hier quasi auch ja schon die Stats, kann man, genau, hier die Stats angucken. Also die haben quasi pro blaues Teil, was ich einsammle, macht der Warrior halt 6 blaue Schaden. Der macht jetzt halt schon 7 grüne pro grünen Teil und er macht halt nur 5. So sieht das eben aus. Und dann gehen wir mal zum Wayfarer, Farer, wie auch immer, und gehen wir ins nächste Adventure. So, dann haben wir hier auch insgesamt schon 5 Hitpoints mehr, das ist ganz angenehm. Und dann haben wir Gelb und Grün. Finde ich jetzt so semi-geil. Haut mich nicht so richtig vom Hocker. Also nehmen wir erstmal die beiden mit, dann geht nämlich hier oben was. Die greifen beide zum Glück erst nächste Runde an, dann nehmen wir den noch mit und den noch. Könnte was werden. So, jetzt seht ihr hier unten einen Counter. Ich habe 8 gelbe und 3 grüne eingesammelt. Und bei den Skills hier, okay, ach, die haben alle noch gar keine Skills. Stimmt, die habe ich auch noch gar nicht gelernt. Aber hier tauchen dann entsprechend die Skills oder die Fähigkeiten auf. Und die setzen immer voraus, dass man eine gewisse Anzahl an entsprechenden Teilen eingesammelt hat. Ich glaube, für Paralyse brauche ich 30 gelbe Teile. Dann kann ich das einsetzen und kann danach auch noch angreifen. Also, das ist jetzt nicht nur, okay, der macht dann halt Paralyse und dann ist gut, sondern es ist wirklich ein zusätzlicher Move quasi. So, einmal grün, gelb. Gelb ist damit locker weg. Ja, das passt. Easy gerockt. So, rot und blau. Rot, rot, blau, rot. So, der scheiß Schleim greift mich jetzt erstmal an. Da komme ich auch leider nicht drum rum. Na, für 14 ist das mal in Ordnung. So, das Problem ist, der greift halt jede Runde an. Ich mache jetzt erstmal den blauen irgendwie platt. 44 brauche ich da. So, jetzt habe ich hier 54. Die Hälfte davon ist 27, wenn ich das richtig sehe. Genau. Und da Blau ja die Hälfte bei Rot Schaden macht, kann ich jetzt hier das einfach mal da reinpacken, weil es überhaupt nicht mehr nötig ist. Und der haut damit schon beide um. Sehr elegant. Okay. Gelb, Grün und Lila. Das sind jetzt übrigens, es ist ja noch relativ früh im Spiel, noch relativ einfache Kombinationen. Man kann dann halt auch mal irgendwie Lila, Grün und Rot haben. Und da muss man sich halt entscheiden, okay, wo gehe ich zuerst drauf? Oder es gibt auch durchaus Kämpfe, wo man hier 10 Gegner hat und von jeder Farbe 2. Da muss man dann halt auch erstmal überlegen, so, fuck, was mache ich denn jetzt? Und ich glaube, ich gehe hier einfach mal auf Blau, weil das dann einfach trotzdem noch massiv viel Schaden bei Lila macht. Also jetzt nicht
übertrieben viel, aber zumindest ein bisschen. Dann gehe ich nochmal auf grün. Das ist irgendwie alles so halbgar, was ich hier mache. Also es überzeugt mich alles nicht so richtig, aber vielleicht wird es ja was. So, jetzt... Ja, die greifen ja alle tendenziell an. Erstmal den weg, dann massiv gelb, dann nochmal gelb. Dann habe ich noch exakt einen Move. Also gelb haut auf jeden Fall den weg und macht 33 Schaden hier. Das heißt, da bleiben dann noch 8. Da kommen aber auch noch 5 davon. Okay, das heißt, ich nehme den hier noch mit. Lila überlebt dann zwar, aber zumindest als einziges. Und mit den 10 Schaden oder 15, die das werden, kann ich leben. Na, 14, okay. Das ist in Ordnung. Zack, zack. Und der Rest ist eigentlich egal. Wenn ich jetzt schon irgendwelche Fähigkeiten hätte, würde ich sagen, okay, für den nächsten Kampf wäre es dann ganz gut. Dann nehme ich hier nochmal irgendwie Geld mit. Oder was auch immer ich eben gerade brauche. In dem Fall ist es jetzt halt einfach mal egal. Wichtig zu wissen ist halt auch wirklich, dass die in der Reihenfolge von oben nach unten angreifen. Das heißt, sobald man Gegner in der zweiten Reihe hat, kommt da auch wirklich noch ein bisschen Taktikaspekt mit dazu. Rot, Gelb und Blau. Und ich habe hier so riesig viel Grün. Finde ich jetzt schon eher scheiße. Und Grün macht auch bei Rot gar keinen Schaden, wobei Rot halt als nächstes angreift. Dann nehme ich den jetzt aus Prinzip mit und hau den Rest hier in die Verteidigung. Das fällt nämlich schon irgendwie eher scheiße. So, jetzt greift Rot an. Da wird ein ganz guter Teil von geblockt. Das ist okay. Na, das war blöd. Knipp, knipp. Okay, das war einfach auch insgesamt, glaube ich, nicht so clever, was ich hier gemacht habe. Jetzt greifen nämlich alle drei an und dann kriege ich, glaube ich, schon mal ein bisschen auf die Fresse. Hätte ich vielleicht auch eher blocken sollen. Dafür latze ich die jetzt weg. So, 78, Hälfte davon 35 plus 4 sind 39. Also hat Rot auf jeden Fall auch mitgelitten, sondern muss ich mich nur noch irgendwie um Blau kümmern. Da habe ich jetzt aber noch eine Runde für Zeit. Das heißt, das kann ich ganz elegant so und so. Der Rest ist mal egal. Und weg damit. So, wie viele Kämpfe sind es noch? Ah, keiner mehr. Das ist super. Dann passt das ja. Dann nur noch irgendwie die Truhe auffrickeln. Oh Gott. So, ich brauche dreimal Lila auf jeden Fall. Das kann ich schon mal machen. Viermal Grün wird interessant auf jeden Fall. Kann auf jeden Fall... Will ich das? Will ich hier Blau mitnehmen? Ich bin mir nicht sicher. Dreimal Rot kriege ich so auch nicht hin und viermal Gelb geht hier auch nicht so richtig gut. Fuck, ich glaube, das war vom ersten Move her schon scheiße. So, jetzt habe ich noch drei Moves. Das wird nichts. Das wird nichts. Bedauerlich. Aber den Truhen muss man auch immer ein bisschen Glück haben, dass das Feld vernünftig liegt. Manchmal geht es auch einfach nicht. Manchmal verpeilt man auch nur irgendwas. Also vielleicht habe ich auch gerade einfach nur irgendwas übersehen. Man kann aber jederzeit wiederkommen und die Truhen nochmal öffnen, falls man es nicht geschafft hat. So, die sind alle aufgestiegen. Dann gehe ich hier doch jetzt nochmal eben auf die Fertigkeiten, damit ich da ein bisschen was zeigen kann. So, dann kann ich... Ach komm, kaufe mal das Schwert noch, weil es geht. Und gehe mal auf die dritte Map, auch wenn ich dafür wahrscheinlich gerade noch ein bisschen schwach auf der Brust bin, aber hey. Probieren kann man es ja mal.
Okay, das sind mindestens 5 Kämpfe. Und es fängt an mit Blau und Lila. Das geht ja noch einigermaßen. Die auch beide erst in der zweiten Runde angreifen, das finde ich ganz gut. Blau. Okay, dann muss ich mich eigentlich nur noch um Lila kümmern. Ich glaube, Lila werde ich nicht platt kriegen. Ne, die Spinne wird angreifen. Aber gut, ist dann halt so. Aber knapp. 2 Punkte, aber macht man nichts dran. Hätte man vielleicht auch irgendwie anders hingekriegt. Habe ich jetzt aber nicht. Bedauerlich. So. Schön viel Lila mit. So, nicht Quest complete, aber Success, zumindest das. So, und jetzt sieht man hier, okay, to cure one negative spell. Also es gibt halt Gegner, die verfluchen einen Häkchen. Das kann man dann halt curen oder den Fluch halt aufheben. Dazu müsste ich jetzt aber 26 von den Lila Nupsis eingesammelt haben. Hier bräuchte ich 35, um einen Gegner in der ersten Reihe für 91 Schaden zu attackieren. Dabei ist es übrigens völlig egal, welchen. Das muss kein blauer sein. Und je nachdem, wie viel Schaden, wie viel Grundschaden der an sich macht und welches Level der hat, skaliert der Schaden hier auch mit. Also das bleibt nicht bei 91, das geht am Ende irgendwann über 300. It's over 9000! So, Gelb und Lila haben wir jetzt. Die liegen auseinander. Das ist nämlich schon mal interessant jetzt. Dann können wir auf jeden Fall erstmal Grün nehmen. Das sind schon mal 21 Schaden für jeden. Und dann kümmern wir uns hauptsächlich erst nochmal um Gelb. Was leider nicht reicht, um das Vieh gleich platt zu machen. Genau, dann haben wir hier nämlich so if a stone played -5. Also wenn so ein Stein hier mit so einem Zeug drauf gespielt wird, verliere ich halt 5 Hitpoints. Was an sich nicht super dramatisch ist, da ich aber noch relativ am Anfang bin des Levels, würde ich das gerade ganz gerne vermeiden. Das Problem ist, das hält auch für die nächste Runde noch an. Fuck, Rot bringt mir eigentlich überhaupt nichts, aber ich nehme es jetzt trotzdem mal. Also ja, bringt mir ein bisschen was. Aber nötig wäre es eigentlich nicht mehr. Dann nehme ich nochmal Blau mit. Das macht bei Lila noch ein bisschen Schaden. So, dann greift das Vieh nochmal an. Lila, Blau. Tja. Das muss ich jetzt mal riskieren. Die 5 Schaden nehme ich in Kauf. Dann reicht das, glaube ich, auch schon, oder? Das sind 20. Das sind 10. Das sind 14. Ne, reicht nicht ganz. Ne, fuck, aber das macht alles Schaden. Na, dann nehme ich jetzt zum nächsten Blauen mit. Ja, na mal gucken, ob ich hier noch bis zum Ende durchkomme. Ich bin da eher skeptisch. Oh Gott. Rot, lila, blau. Alle zum Glück erst in der zweiten Runde. Das finde ich ganz angenehm. Dann nehme ich hier mal den Riesenbatzen Gelb mit. Und dann nochmal Rot oder Lila. Ah, Rot. So, mit ein bisschen Glück kriegen wir zumindest Rot jetzt platt, aber irgendwie sehe ich das noch nicht. Ein bisschen Gelb wäre ganz schön irgendwie. Aber so richtig... Ach, fuck, das reicht immer noch nicht. Ja, so, jetzt könnte ich das hier einsetzen. Sagte mir auch, hier kannst du einsetzen, bringt mir aber natürlich im Moment überhaupt nichts. Die Frage ist, kriege ich jetzt noch einen Gegner platt überhaupt? Gelb macht bei Rot ein bisschen Schaden, nämlich ganze 12.
Das heißt, da bleiben dann noch 23. Das kriege ich mit zwei Roten auf keinen Fall hin. Nee, da packe ich lieber mal 15% Def rein. Oh, das wird nicht schön vom Schaden her. Die machen jetzt locker mal so 40 Schaden. Ich glaube, die Map werde ich glorreich verkacken. Okay, nicht ganz 40, aber... Man sieht auch immer, wenn die einen Skill einsetzen können, dass es halt, dass die so einen grünen Kreis drunter haben. Da versuche ich jetzt aber nochmal das kurz für den nächsten Kampf aufzusparen, weil ich hier ja jetzt eventuell auch ohne die Skills durchkomme. Mal gucken. Blau ist auf jeden Fall weg, rot ist auch weg. Das bringt nichts mehr. Da muss ich Lila nur noch 15 Schaden machen in der nächsten Rutsche. Das ist eine Menge Rot. Okay, 15 Schaden für Lila sind gegessen. Nehmen wir nochmal so einen Riesenbatzen Rot mit. Was brauche ich denn dafür den Skill? Eigentlich 42, okay. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Das macht keinen Schaden, egal. Das macht nämlich 25 und damit ist das hier gegessen. Jawohl, so, nächster Kampf. Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass ich hier noch durchkomme. Ich habe, glaube ich, auch keine Heiltränke mehr. Also man kann sich, da wo ich die Schwerter aufgerüstet habe, auch immer noch Heiltränke kaufen. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. So, blau, lila, grün. Grün wäre da ganz sinnvoll, aber erstmal, dann können wir uns für die nächste Runde aufheben. Das macht wie viel? 91 Damage. Gucke ich gleich mal. Ich glaube, wir machen hier erstmal massiv blau. Blau. Grün. Und dann... Ja, ist eigentlich alles Grütze. Bringt alles nichts. Egal. So, ein neues Spielfeld bitte. Ist auch nicht so wirklich geil. Kann man ja nicht anders sagen. Okay. So, das heißt, wir schießen dem Vieh auf jeden Fall erstmal Schaden, weil das die meisten Hitpoints hat. Dann ist das schon mal tot. Dann, wie viel Schaden kriegen wir denn für Lila zusammen? 15. 25. Ja, ist alles nicht so geil, ne? Dann gehe ich jetzt eher drauf, dass ich blau Schaden mache und werde lila mast dann. Dann nehme ich... Na, wäre eigentlich direkt blauer Schaden noch ganz gut. So. 14 und 15 und... Ja, das reicht leider nicht ganz. Fuck, dann greift er jetzt an für 16. Das überlebe ich aber gerade noch so. So, damit ist das Thema gegessen. Ist die große Frage, überlebe ich den nächsten Kampf noch? Ich sehe es ja noch nicht. Gerade mit dem Gelben, der direkt in der ersten Runde angreift, das ist natürlich unschön. Zumal ich da auch so gut wie nichts gegen machen kann. Crap. Auf jeden Fall keine 99. Nee, das kann ich total vergessen. Da bin ich gleich total im Arsch. Bedauerlich. Ja, dann ist eigentlich auch egal, was ich mache. Gott, ich bin ja auch schon mal massiv über die Zeit. Warum sagt mir das denn keiner? So, komm, greif mich an. Defeat, alright. Ich nehme jetzt aber trotzdem die Erfahrung mit, also die Erfahrungspunkte, die ich gesammelt habe. Und kann jetzt die hier schon wieder alle aufrüsten. Hier. Mehr Schaden für dich. Mehr Hitpoints für die Gruppe. Mehr Schaden für dich. Mehr Hitpoints. Und für dich auf jeden Fall auch mal mehr Schaden. Da wollte ich hin.
100 Gold habe ich auch noch, dann nehme ich mir mal zwei Heiltränke mit. Und würde jetzt halt theoretisch wieder die Map halt nochmal anfangen. Lasse ich jetzt aber. Aber ihr seht schon, allein daran, dass ich jetzt schon 30 Minuten rumeimere, man kann halt dann doch sehr schnell sehr viel Zeit da rein versenken. Und das, obwohl es halt so ein kleines Casual-Spiel ist. Also von daher, wenn ihr Bock drauf habt, eine Runde Dangerous Adventure zu zocken, Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich noch einen traumhaften Tag. Und vielen Dank fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.